Eigentlich haben wir das schon lange gewusst. Die Ressourcen unserer Erde sind begrenzt. Und es kann gar nicht immer so weitergehen. Immer besser, immer schneller, immer größer. Schon in den 80er Jahren gab es ja wissenschaftliche Studien, die genau diese Themen, die uns jetzt beschäftigen, behandelt haben. Die bekannteste ist vielleicht die unter dem Motto Die Grenzen des Wachstums vom Club of Rome, wo es genau um diese Themen ging. Ja. Das wussten wir schon lange, aber irgendwie ging es ja tatsächlich immer so weiter. Es gab immer mal Krisen, das letzte war wohl die Bankenkrise 2008, aber nach ein paar Monaten hat sich das irgendwo wieder alles eingerenkt, alles war wieder normal. Und auch jetzt, denke ich, jeder von uns hat ja irgendwie eine gewisse Hoffnung, dass es doch irgendwie sich eine Lösung findet und für alle diese Probleme und irgendwie alles wieder sich zurechtruckelt. Aber ich nehme an, dass den allermeisten Menschen jetzt hier in Deutschland doch das ziemlich klar ist. Es ist tatsächlich, es wird nicht so weitergehen. Es wird sich eine ganze Menge ändern in unserem Leben. Ja, und es wird auch Einschränkungen geben. Die große Frage ist natürlich, ja, wie geht es weiter? Was wird jetzt im nächsten Winter? Ist ja gar nicht mehr lange hin. Und wie geht das Leben dann weiter im nächsten Jahr und in den nächsten Jahren? Und wie wird das Leben für unsere Kinder und für unsere Enkel werden? Ja, diese Fragen und diese Ungewissheit, diese ganze Situation macht uns Angst. Ich glaube, da gibt es niemanden, der sich da ausschließen könnte. Das macht Angst. Ich hatte jetzt vor genau 5 Wochen meine Hüft-OP und da hatte ich ein Erlebnis, das ein bisschen wo sich so etwas Ähnliches abgespielt hat, etwas Vergleichbares. Und zwar, als ich ankam in der Reha und in meinem Zimmer saß, auf einmal war ich irgendwie völlig durch den Wind und es ging mir ganz schlecht und ja, ich hatte richtig Tränen in den Augen. Und zuerst wusste ich gar nicht, was mit mir überhaupt los ist, aber ziemlich schnell habe ich dann begriffen, in dem Moment ist mir sozusagen aus der Tiefe der Seele aufgestiegen, ist mir bewusst geworden, ich werde alt. Also ich werde älter. Es geht nicht mehr so wie vor 20 Jahren. Ich muss mich darauf einstellen, dass meine Kräfte nachlassen, ja, dass ich Abstriche machen muss. Das war in diesem Moment, kam das so richtig über mich. Und das war schmerzhaft, das war zutiefst traurig. Dieses Erkennen, ich muss Abschied nehmen von so manchem, was für mir wichtig ist, was ich gewohnt bin. Jetzt im Nachhinein bin ich dankbar für diese Situation, dass mir das so deutlich wurde in dem Moment und das ist mir auch jetzt noch vor Augen, dass das mir so unter die Haut gegangen ist. Du wirst alt, du wirst älter und du musst was ändern. Bisher, klar, ich wusste ja, ich bin über 60 und ja, da ist das so, dass man manches ändern muss. Aber bisher konnte ich das immer erfolgreich verdrängen und ja, manches habe ich auch einfach erzwungen. Ja, jetzt werde ich mich dran machen, etwas zu ändern. Und ich habe schon gemerkt, jetzt bin ich wieder zu Hause. Das ist gar nicht so einfach, das im Alltag umzusetzen. Und das
geht nur Schritt für Schritt. Aber dadurch, dass mir das so klar geworden ist, bin ich da ganz optimistisch, dass ich tatsächlich diesen Weg Schritt für Schritt gehen kann. Und ich habe festgestellt, dass beides, also diese beiden Situationen, das mit dem Älterwerden und diese allgemeine Situation, dass das zutiefst was mit dem Glauben zu tun hat. Unser Glaube ist ja nicht nur eine Weltanschauung, also etwas, was eine Theorie, was wir im Kopf haben, so in dem Sinne, ich glaube daran, dass es Gott gibt. Unser Glaube bedeutet ja was ganz Praktisches im Lebensvollzug, nämlich Vertrauen. Unser Glaube bedeutet, dass ich mich entscheide dafür, mein Vertrauen, mein letztes Vertrauen nicht daran zu hängen, an die Dinge, die ich in den Händen halte, die ich besitze, die ich vorzuweisen habe, sondern dass ich mein Vertrauen an Gott hänge, an den, der mir das Leben geschenkt hat. Das ist Glaube praktisch. Und im Leben gibt es dann immer wieder Situationen, wo ich mich für diesen Glauben, für dieses Vertrauen entscheide. Ja, jetzt eben für mich persönlich diese Geschichte mit dem Älterwerden, dass ich darauf vertraue, dass auch wenn manches sich ändert, wenn ich manches ändern muss, dass ich trotzdem glücklich und zufrieden leben kann, dass Gott gute Wege für mich hat. Und für Sie mag vielleicht was ganz anderes in Ihrem Leben jetzt anstehen, wo es vielleicht auch so Veränderungen gibt, wo es Unsicherheiten gibt. Aber dieses sich zu entscheiden, ich will vertrauen in dieser konkreten Situation, die mir Angst macht, die mich beschäftigt, ich will darauf vertrauen, dass Gott es gut mit mir meint. Dass ich auch mit den Veränderungen glücklich sein kann. Ja, und dann in Bezug auf die allgemeine Situation, dass wir uns entscheiden, darauf zu vertrauen, dass diese Welt, unsere Erde, die Menschheit und jeder einzelne Mensch und auch ich selber persönlich, dass wir alle in Gottes Händen liegen, dass wir in guten Händen liegen. Vieles wird sich verändern, das ist ziemlich klar. Und es wird auch so manche Einschränkungen geben. Manches wird schwierig werden und manches wird vielleicht auch ganz entscheidend sich ändern. Es wird nicht einfach gehen. Doch da, wo wir unsere Hände öffnen, wo wir Gott das überlassen, wo wir Gott hinhalten, unsere Ängste, und wo wir loslassen von dem, was wir meinen, in den Händen zu haben, wo wir meinen, dass damit das Leben in den Händen zu haben, wo wir das loslassen und wo wir Gott unsere leeren Hände hinhalten, ja, da werden wir diese Erfahrung machen, dass der Glaube trägt, dass Gott trägt, dass das wahr ist, dass das realistisch ist. Und wir werden die Erfahrung machen, dass Gott uns unser tägliches Brot gibt. Dass Gott uns das gibt, was wir zum Leben brauchen. Nicht nur das Essen, sondern Freunde, gute Erfahrungen, Dinge zum Freuen, Feste. Ja, und natürlich auch zumindest einen warmen Raum in unserem Haus. Der Lebensstandard mag sich ändern, mag sich senken, aber im Glauben können wir das erwarten, darauf vertrauen, Gott wird uns Lebensqualität schenken. Leben, das satt macht. Jesus hat gesagt, wer sein Leben erhalten will, also wer sein Leben krampfhaft festhält, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, also wer es loslässt, im Vertrauen auf ihn, im Vertrauen darauf, dass wir geliebte Kinder Gottes sind, dass Gott diese Welt nicht aufgegeben hat, sondern dass Gott diese Welt liebt und dich und mich. Wer also so sein Leben
loslässt, der wird's erhalten. Ja, dieses Thema wird uns sicher noch länger beschäftigen und ich würde mich freuen, wenn wir darüber im Gespräch bleiben.